Moin und willkommen bei Affenfratzel. Heute mit unserer Flop-Liste. Ich denke, ein bisschen floppig an hier. Floppy, flop, flop. Ja, die Spiele können wir euch zum Teil nicht präsentieren. Also wir haben uns entschieden, die jetzt nicht zu präsentieren. Wir haben auch tatsächlich nur zwei davon selber in unserer Sammlung noch. Und stimmt. Den Rest, da werden wir einfach drüber reden. Und Lisa hat die Liste jetzt auf der linken Seite. Ich kann sie jetzt nicht sehen. Ich kann mit dem ersten Spiel anfangen. Und Lisa, ja, fang aber mal mit dem ersten Spiel an. Was oben drauf steht, oder möchtest ja, du? Ja, wir können die Liste so abarbeiten. Das war einfach nur random aufgeschrieben, damit wir das nicht vergessen. Passt, glaube ich, zeitlich auch ganz gut, weil das erste Spiel, was oben drauf steht, das finde ich auch, ist auch am längsten her. Banana Bandidos. Ne? Müsste. Nee, ich glaube Bandido. Bandido? Jetzt muss ich doch drauf gucken. Ich glaube, Bandidos heißt das nicht. Ach, Bandido. Okay, ich lege sie doch hier in die heilige Liste. Haben wir, das ist noch vor Corona, da haben wir noch mit einer größeren Gruppe haben wir das gespielt. Das ist ein kleines Kartenspiel, was beim Mogel Verlag, glaube ich, rausgekommen ist. Ich blende es unten ein. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf alle Fälle saßen wir da mit 6, 7 Leuten an diesem Tisch und haben Banana Bandido gespielt und bei der Hälfte des Spiels hatten wir alle die, wann hört dieses Spiel eigentlich auf oder wann fängt der Spaß an? Eins von beiden wäre gut gewesen, es hat nicht aufgehört und der Spaß hat nicht angefangen. Es hat das Prädikat bekommen, unspielbar, weil es einfach so furchtbar war. Genau, also es war ein Rezensionsexemplar vom Kollegen, der darüber auch, glaube ich, was geschrieben hat. Da war es auch, glaube ich, so hart an der Kante. Und dass es zwar spielbar ist, also von den Mechaniken her funktioniert es ja, aber es ist einfach, vielleicht hatten wir auch die falsche Gruppe. Ich glaube nicht. Aber seitdem ist Banana Bandido das Synonym, wenn man mit mir spielt, ist es ein Banana Bandido-Spiel, was du hier anschleppst oder nicht. Das ist ja tatsächlich, ne? Oder es bekommt das Prädikat Banana Bandido. Dann wissen auch alle, oh, das ist durchgefallen. Das ist schlechter als mittelmäßig. Genau, also da sind wir dann. Ja. Einfach nicht unser Spiel. Es wird Leute geben, die das Spiel mögen. Vielleicht hat es auch in der Runde nicht gezündet, aber ja, meldet euch. Es war so schlecht, dass ich keinen Bock auf eine zweite Runde hatte. Also meldet euch, falls euch das Spiel gefällt und schreibt uns doch mal rein, was euch daran gefällt. Vielleicht haben wir es ja auch nur nicht gecheckt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Obwohl wir Bananen mögen und Äffchen und so, aber das hat irgendwie nicht gezündet. Man sammelt ja auch, glaube ich, Bananen und Stöckchen oder irgendwie war das, ne? Ja, irgendwie so kriegst du da auf Karten und musst irgendwie ausbrechen. Ich habe versucht zu verdrängen, dieses ganze Spiel. Ich muss mein Handy mal hier zur Seite, damit das nicht... Denn es ist wichtig. Busy. Dann... Als zweites auf unserer Liste ist tatsächlich First Contact gelandet. Was war da eigentlich so ausschlaggebend? Also es war dieses, man versteht sich irgendwie nicht. Ja, also die Sache ist halt, du hast zwei, du spielst gegeneinander, beziehungsweise irgendwie miteinander. Du hast zwei Teams gegeneinander. Die Aliens gegen die Menschen. Und die Menschen müssen versuchen, die Sprache der Aliens zu erraten. Und dann müssen sie... rausfinden, was die Aliens wollen. So wollen die irgendwie ein Schaf oder wollen die einen Ball oder keine Ahnung was. Und dann müssen sie halt versuchen, das richtige Geschenk zu geben und oder zu schenken. Und dann kriegt man Punkte. Und wer halt am meisten, also wer quasi sich Stück für Stück denken kann, welcher Buchstabe welches Symbol ist und halt richtig liegt und dann gut übersetzen kann, was für ein Geschenk die möchten, dann, es ist ein bisschen wie, ist es ein bisschen wie Codenames? Nee, auch nicht. Nee, wie ist es noch ein Spiel, wo man so ein bisschen... Codenames hast du ja immer so diese Wörter nennst. Du sagst ja ein Wort, so, Werkstatt. Da ist ja so, da gibt es ja irgendetwas und du musst das ja versuchen, irgendwelchen kryptischen Zeichen zuzuordnen und das dann mit einem Buchstaben umzuwandeln, um dann die Nachricht zu verstehen. Und sobald du eins falsch hast, bist du halt komplett raus. Und das ist so, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr davon erhofft, ein bisschen mehr Spielspaß, ein bisschen... Weiß ich auch nicht, also ich weiß nicht genau was. Ich habe das mal in einem Podcast gehört und da hatte ich so, boah, cool, du spielst gegeneinander und du musst das erraten, das hört sich voll witzig an. Und dann haben wir es gezockt und das war so richtig, mehr wie mittelmäßig irgendwie. Es war nicht so, ja. Wobei, man muss auch dazu sagen, Lisa mag auch keine Exit-Spiele. Ich weiß gar nicht, warum sie auf diesen Gedanken gekommen ist, dass ihr ein Spiel mit Rätseln gefallen könnte. Also, ich fand das Erraten irgendwie da, also ich würde sicher gehört. Beziehungsweise haben die Leute so gut verkauft in dem Podcast, dass ich gedacht habe, ich habe Bock, das zu spielen. Ich glaube, das ist dann ein ziemlich guter Podcast. Ich glaube, Nidali hat den Nachbarshund gerade gefressen. Ja. Irgendwas klang da komisch. Was ist das da eigentlich unter dem Tisch? Ist das Folie?
Das sind die Schrauben. Achso. Nee, ich sehe durch unseren Türrahmen hier und da steht noch der alte Tisch. Ja. Ja, dann kommen wir weiter zu einem Spiel, das haben wir im Februar gekauft, das kann ich sogar sagen, wann? Uiuiui. Mitten in der Nacht, das war Ni no Kuni 2, dazu haben wir auch tatsächlich auch ein Video gemacht. Hatte da jemand Geburtstag etwa im Februar? Ja, letztes Jahr. Das kann ja gar nicht wahnsinnig sein, du. Und sie hat die Chance ausgenutzt, dass sie betrunken war und hat gesagt, bestellen wir dieses Spiel. Mhm. Ja. 3 Uhr morgens Fantasy-Welt. Ja, auf alle Fälle ist Ni no Kuni dann auch angekommen, wir haben es gespielt und wir standen wie, ja, das war jetzt das Spiel. Also, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, glaube ich, könnte man sagen, schaut mal in unser Video schaut rein. Schaut in die Infobox, ich verlinke es euch. Wir sind große Ni no Kuni-Fans, also das Spiel macht super viel Spaß. Ni no Kuni 2, der erste Teil ist auch gut. Es ist tatsächlich irgendwie so eine Lizenzgurke, also man hätte da, glaube ich, viel draus machen können, aber es ist einfach alles total glückslastig und das macht das, pass auf, entweder ist es total glückslastig oder du nimmst Roland und kannst jedes Monster besiegen, und weil er einfach okay. da steht. Ja. So, aber du bist okay. Dieses Mittelding zwischen ist, der fehlt einfach in diesem Spiel. Ja. Sehr schade. Zum das Thema Lizenzgurken und so, ja, das weiß ich nicht. Da hat Ni no Kuni tatsächlich voll reingesackt. Ja. Also, und wenn, also es ist halt so traurig, weil das Spiel einfach, also auf der Konsole einfach so unglaublich schön ist und das macht es irgendwie noch schlimmer. Na gut. Ja, dann kommen wir zu Skytier. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden du da gezockt hast irgendwie. 2. Ja, habe ich auch tatsächlich. Aber es hat mir tatsächlich nicht gefallen, aus dem Grund, dass ich ja irgendwie in diese Erwartung reingegangen bin, dass es ein MOBA ist. Also ich spiele seit 10 Jahren, spiele ich LOL, das MOBA-Game überhaupt ja eigentlich irgendwie. Und hatte dann, boah, das muss doch jetzt irgendwie dieses Gefühl vom Zocken, will dieses Spiel transportieren, aber im Endeffekt war es irgendwie, was es will, ist irgendwie too much mit diesen ganzen Kartenbewegungen, dann der Typ da in der Mitte und man hat sich eigentlich gefragt, kann ich das erst spielen, wenn ich mehrmals irgendwie mich da eingearbeitet habe, wann ich welche Karte als Konter zu welchem anderen spiele. Okay. Also ich finde, die Einstiegshürde ist dabei ziemlich hoch und ja, Skytier, ne? Es wurde gehypt am Anfang, überall hast du es gelesen, es waren Turniere angedacht, ja. Aber passiert ist tatsächlich bei Skytier irgendwie, ist diese Blase geplatzt und die Leute haben es alle irgendwie verramscht auf eBay. Hm. Ja, aber würdest du sagen, dass es dir zu brettspiellastig ist? Also, nee, das ist nicht zu brettspiellastig. Aber die Mechanik ist dir zu, oder das... Also wenn du einen hast, der dir gegenüber sitzt und der ist da voll drin, gegen den wirst du keine Chance haben, weil er ganz genau immer weiß, wie du konterst. Das stimmt, wir saßen zwar nur mit Anfängern da, aber es war dann auch so, ja, und wie bewegt sich der Typ denn jetzt in der Mitte? Das war ja auch in vielen Foren bei die Frage, spiele ich das jetzt richtig, spiele ich das nicht richtig mit dem Typen da in der Mitte? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja, dieses riesige Monster, ne? Und weiß ich nicht, also ich glaube einfach, weil der Einstieg so erschwert wurde eigentlich, es ist irgendwie bei uns durchgefallen. Ne? Sind kein Dauerbrenner, also, ne? Wenn wir sagen, die Spiele hier gefallen uns nicht, das ist ja auch immer unsere persönliche, subjektive Meinung, wo wir sagen, da hatten wir einfach keinen Spaß an dem Spiel. Ich kann verstehen, wenn andere Leute Spaß an gewissen Spielen haben und sagen, das ist total toll oder das ist mein Lieblingsspiel, aber es hat irgendwie dann bei uns nicht gezündet oder hat in dem Moment in dieser Spielerunde nicht gezündet und versucht man es ja nochmal zu spielen. Wenn es dann immer noch nicht zündet, dann lässt man das dann ja auch irgendwann, ne? Weil man hat ja auch so viele Alternativen, was man ansonsten zockt. Ja, was auch mehr Spaß macht dann, wo man sich so denkt, ja, hole ich mir jetzt das raus, wo die Regeln super schwierig geschrieben sind vielleicht oder wo man einfach lange rein braucht, um reinzukommen. Oder hole ich mir jetzt irgendwie das und das Spiel raus, wo ich die Regeln so zack nochmal nachlesen kann, weil die einfach formuliert sind und dann gehe ich lieber da nochmal drauf ein und zock halt da eine Runde weg oder sowas. Und das muss man sich halt, glaube ich, immer vor Augen führen, gerade wenn man so ein Vielspieler ist, weiß nicht, gerade wenn man arbeiten muss und dann noch viele Spiele spielt oder so, oder denkt man sich die Zeit, welches Spiel man wählt, welches Spiel man spielen möchte, muss gut gewählt sein. Ja, genau. So, das ist so ein bisschen... Man versucht es zu selektieren, ne? Genau. Und dann sind dann solche Brecher eventuell, die da nicht reinkommen. So, sagen wir mal, wie viele andere Influencer, YouTuber, whatever, wir sind hier keine Leute, die eine krasse Rezension raushauen oder sowas und das so bewerten wollen. Das ist einfach unser persönlicher Geschmack, unsere persönliche Meinung und ja, manche Spiele floppen halt und manche finden wir bestimmt auch super gut. Also ich feiere auch manche Spiele, wo Dennis sagt, wenn du mit damit ankommst, dann kannst du auch auf dem Sofa schlafen oder so, ne? Das ist hier Unitama. Boah, Unitama, ja. Ja, siehst du? Ich liebe Unitama. Wenn da jemand nochmal ein Turnier macht, I'm in. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Und ich habe es noch nie mit Dennis gespielt, weil der hasst solche Art Spiele, ne? Ja, ich mag auch Aqualine irgendwie nicht. Ja. Aber ich mag auch kein Schach.
Also ich bin so eher dieses Ami-Trash wegbolzen, ballern, da habe ich Bock drauf. Aber gut. Aber auch gerne die Hirnzwirbler. Kommen wir zum nächsten. Das habe ich nicht gespielt, aber du. Das hast du nicht gespielt. Ich habe Pandemic Legacy Season 1 online gespielt. Wer uns auf Insta folgt, hat dann auch immer die Bilder gesehen, wie wir das gemacht haben. Sonst da einfach nochmal nach. Ach nee, das hatte ich in Stories. Kann man wahrscheinlich dann nicht sehen. Ja, also irgendwann wurde es so stupide und wir saßen da, ja, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Wir sind auch tatsächlich so durchgerusht, waren auch nicht so, hallo Niederli, gar nicht allzu viele Probleme und haben, glaube ich, im Ganzen vielleicht 2 Monate verloren und dann irgendwie haben wir uns auch ein bisschen mehr von der Story versprochen und ja, war dann doch so ein bisschen enttäuschend. Ich kann es verstehen, dass es Leute mögen oder gerne Leute mögen. Ich habe es halt auch mit Leuten gespielt, die sehr analytisch an so ein Spiel rangehen, die dann ganz klar gesagt haben, guckt euch mal den Zug an, guckt euch mal den Zug an, guckt euch mal den Zug an. Und also wie saß eigentlich so mit 5 Analytikern da an diesem Tisch und jeder hat nochmal versucht, diesen Zug zu optimieren. Und wir hatten tatsächlich ganz häufig anscheinend super optimierte Züge und sind dann da einfach so durch. Da hat mir so ein bisschen, die Herausforderung gefehlt. So, ne? Also okay. Ich kann verstehen, dass Leute das gerne spielen, das gerne mögen, aber es hat bei mir tatsächlich nicht so gezündet, dass ich jetzt sage, oh, ich muss noch Pandemic Legacy Season 0 spielen oder so. Ja. Das war meine Pandemic-Erfahrung 2020. Denkst du, es hätte dir von Face to Face mehr gefallen, wenn du das Spiel gesehen hättest mit dem ganzen Spielmaterial und so, dass dann noch ein bisschen mehr Atmosphäre angekommen wäre? Ich meine, ihr hattet schon eine gute Atmosphäre, weil ich habe das ja auch zwischendurch angesehen und da hast du halt die Karten eingeblendet bekommen und das Spielbrett, das war alles schon ziemlich cool, aber manchmal ist ja doch so ein bisschen das Feeling vielleicht besser, wenn man das dann wirklich mit Leuten so am Tisch sitzt und das alles auf dem Tisch hat auch oder so. Nee, ich fand einfach, die Story war zu wenig. Das die Story war zu wenig, okay. Zu wenig Story. Wir spielen gerade genau in der gleichen Konstellation Sword and Sorcery, wo echt eine Story erzählt wird und wir alle so voll, ja. Und ihr habt ja auch King's Dilemma gespielt und da war die Story ja auch crazy. Das war richtig. Also ich glaube, Lisa, die saß da und wir waren da am Feiern in dem Raum. Also ich war am Feiern, die anderen waren auf ihrer Seite am Feiern, weil es halt alles so pandemie-korrekt, Corona-konform gespielt wurde. Geil war das. Ja. Pandemic Legacy Season 1 ist durchgefallen bei mir. Oh, jetzt kommt ein richtig guter. Also jetzt machen wir es unbeliebt. No Hate, bitte. No Front. No Front. Oh. Also ich hasse diese Sprache. Ich kann es verstehen, wenn Leute es mögen. Also von dem Spiel, von dem wir jetzt reden, das ist Ultra Quest. Ja. Ich habe tatsächlich, mein Problem ist, ich kann nicht während des Spiels eine Regel abschwächen, umändern, erfinden, etc. pp., was dieses Spiel, glaube ich, stark benötigt. Beziehungsweise, also wir saßen hier und ich glaube, ich habe es 30, 40 Stunden habe ich es mittlerweile gespielt und dann war so, ja, kann ich, der Goblin hat den Rucksack Platz 7 geklaut, wo ja das Schiff drinne war. Kann ein Goblin ein Schiff aus einem Rucksack klauen, was eigentlich im Wasser stehen sollte, aber in diesen Platz eingetragen werden muss? Und im Buch stand, ja, er kann es. Ich bin auch in dieser Facebook-Gruppe und da stand, nein, er kann es natürlich nicht. Ergibt ja nicht viel Sinn. So, ja, ne? Es ergibt auch absolut keinen Sinn. Und das ist dann so etwas, das hat mich total gestört. Vor allem dann googelt man und sucht die Regel und im Endeffekt war es dann nachher so, ja, mach doch die Regel so, wie du es möchtest, was für dich am angenehmsten ist. Also die Quintessenz, oder? Das war die Quintessenz. Ja, also das ist auch eins der ersten Sätze in den Regelleitfaden. Das ist also... Die Zeit, die ich für Ultra Quest genutzt habe, habe ich tatsächlich ein richtiges Pen und Paper, hätte ich das komplett gelernt. Also wir haben ja auch Splittermond gespielt, was ja ein Anfänger-Pen und Paper ist. Das und stimmt. Da hatte ich weniger Probleme reinzukommen, auch mit den ganzen Proben und wann was gewürfelt wird, als tatsächlich in Ultra Quest. Und Ultra Quest will ja eigentlich dieses Ding zwischen Pen und Paper und Brettspiel verbinden. Und das hat es in meinen Augen einfach nicht geschafft, weil ich einfach zu viel googeln musste, die Regeln zu viel unklar waren. Dann waren auch ganz häufig, du hast was gewürfelt, das Ereignis war, du kämpfst jetzt gegen 2. Ja, genau, das ist halt der Punkt, der mir so ein bisschen gefehlt hat. Also dann deckt man was, also man würfelt was, macht eine Probe, also, beziehungsweise würfelt ein Feld, würfelt die Zahl, deckt es auf im Buch, schaut nach und es steht manchmal nur ein Satz oder vielleicht 2. Und denkst so, das war jetzt alles, mehr passiert nicht. So, und auch das Ergebnis der Probe dann und was passiert jetzt? Also es ist halt auch gar nicht sinnig irgendwie verknüpft, dass du, wenn du, keine Ahnung, eine riesige Spinne tötest, dann die Spinnenbeine einsammelst oder sowas, um daraus Waffen zu machen, sondern du findest irgendwie einen Fuchsschwanz oder sowas, was auch irgendwie gar nicht... Was machst du damit? Was machst du mit einem Fuchsschwanz dann? Hängst du ihn an deine Kutsche oder was? Ja,
Und deine Manta-Kutsche. Ja, die Manta-Kutsche. Mana, Manni und Fridi. Das fand ich halt super, super schade. Ein paar Bierdosen wegknallen. Ja, und dadurch hat sich das auch, finde ich, ich habe nicht diese 30, 40 Stunden gespielt, sag ich sag mal vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Und da hat sich schon super viel in Text wiederholt, wo ich so dachte, wow. Und wir waren noch nicht weit fortgeschritten. Wir waren so in der Dritte? Ja, wir waren Mitte haben wir. Es war in Mitte und das hat sich vom Text für mich schon so krass wiederholt, dass ich dachte, das ist jetzt irgendwie langweilig. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Ja, das war unsere Ultra-Quest-Erfahrung. Aber wie gesagt, Wir verchecken es gerade noch. Ja, Sonora. Weißt du noch, was Sonora war? Ja, das war ein Flipspiel. Das war ein Flipspiel von Pandasaurus Games. Mhm. Nidalee, du machst, wenn du da gleich... Ich muss sie wird gleich alles flippen quasi. Box flippen. Ja, nicht Box flippen, aber wenn sie da auf die Maus kommt, ja, dann ist unsere Aufnahme vorbei. War's das. Ja, also Sonora, und das ist dieses Flipspiel, wo du so eine Scheibe hast und du das flippen musst in so ein... ja, in so eine Area, sag ich mal, in so einen hohen Karton, flippst dein Dingens da rein, kannst Punkte damit machen, also je nachdem, wie strategisch man das angehen kann, weil ja jeder seine Scheiben nacheinander reinflippt, verschiebt die sich ja auch dadurch teilweise und dann guckt man, was man für Punkte hat und kreuzt die an so einem Blatt ab, so, und dann guckt man halt, wer am Ende die meisten Siegpunkte hat durch Kombination. Hatten die Scheiben eigentlich auch Zahlen drauf? Ja, es gab eins bis fünf oder? Eins bis fünf, irgendwie und, so? Aber eine Scheibe hast du, glaube ich, pro Runde nicht benutzt und dann das die anderen. Und dann hat es ja die vier Felder, die unterschiedlichen, genau, was dann auf den Wertungs... Wie hart? Auf den Wertungsbogen natürlich andere Felder angesprochen hat. Mhm. Und dann musstest du ja gucken, wenn ich jetzt drei hatte, musste ich auch drei gehen oder war es so verschachtelt? Mhm. Und wo kriege ich vielleicht mit drei Schritten Bonus und sowas? Genau, und jeder Area... Das war ja schon krass verschachtelt so, ne? Das stimmt, aber mir hat das einfach mit diesen Flippen überhaupt nicht gefallen. Deswegen ist das für mich so ultra gefloppt, weil... Du kannst das ja gar nicht beeinflussen, wie du deine Punkte machst. Nachher, klar, kannst du die Punkte nehmen und das strategisch einbauen. Aber das hat mich so fertig gemacht innerlich, dass ich das nicht beeinflussen konnte und ich kann sowas nicht aushalten. Ja, und die Sache ist, dann, die anderen flippen natürlich in das gleiche Feld rein und flippen dich vielleicht gerade von deinem doppelten Gewinner. Ja, das macht mich richtig fertig. Ich kann ja eh schlecht gegen Dennis verlieren. Und dann noch gegen die beiden irgendwie. Und das war so, boah, es war einfach innerlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer gewonnen hat, weil wir, glaube ich, nachher gar nicht mehr wussten, wie gewertet wird, weil wir eigentlich so viele Sachen gemacht haben. Und dann stand irgendwas in der Anleitung, war dann auch falsch. Da gibt es tatsächlich einen Regelfehler drin. Ach, und dann wurden irgendwie die falschen Sachen angekreuzt oder in der falschen Reihenfolge, was mit wem verknüpft werden darf. Also das war mir einfach zu zufällig und zu viel irgendwie gekreuze. Und das hat mich nicht abgeholt tatsächlich. Nee, mich auch nicht. Ja. Nora. Nettes Artwork. Das war nicht okay, aber... Das Artwork fand's gut, ne? Ja. Oh, jetzt gibt's wieder ein Spiel, was ganz viele ganz toll finden, nur wir nicht. Tatsächlich habe ich es noch nicht gespielt, kann mir aber... Du hast es gar nicht gespielt. Ich kann mir vorstellen, wie es ist. So, ich habe Spielmaterial gesehen, ich habe Videos von Leuten gesehen, die es gespielt haben. Dennis hat es gespielt und ich denke mir so, gut, dass ich diese Zeit meines Lebens nicht investieren musste, reicht mir auch. Und die Rede ist von Pictures. Richtig. Das Spiel des Jahres? Das Spiel des Jahres hat uns gar nicht gefallen. Also Holy moly. Mir tatsächlich gar nicht gefallen. Ich habe es mehrmals mit einem Kumpel gespielt. Der ist, glaube ich, auch für den Laden musste er spielen, um das natürlich zu bewerben. Weiß ich nicht, ob das Geld wert ist tatsächlich. Also für das ist echt teuer, für das, ne? Für das Material, was da drin ist, ist das Geld nicht wert. Ja. Da kann ich auch diese Memes verstehen, wo gesagt wird, hier, ich mache die Erweiterung, so Mülleimer und alles da rein. Ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass es vielleicht in Familienrunden super gut ankommt mit Kindern oder sowas. Aber für Vielspieler weiß ich nicht. Also man versucht ja eigentlich irgendwie, man will so ein Hirnzwiebler und alles haben. Oder ich glaube auch Leute, die gerne so Muse und sowas spielen. Das sind ja alles so Sachen, die wir gar nicht spielen oder gar nicht so auf unserem Schirm. Ja. Gar nicht so mögen. Und dann kommt halt eben dieses Pictures, wo du noch was legen musst. Da musst du versuchen, das zu erraten. Ist es denn A, D, 1, 2, 3, 4? Da hast du die richtige Karte, kriegst einen Punkt, kriegst den anderen Punkt. Leute, die sich super gut kennen, werden da viele Punkte machen, weil die einfach sagen, ja, das ist das, das ist das, das ist das. Wenn du jemanden hast, der unaufmerksam am Tisch ist und der kriegt dir das Plättchen D2, macht dann D3 und alle sitzen da und haben nachher, wenn es dann nach dieser Runde gewertet wird und denken sich, ja, ich habe das richtig getippt, aber du hast das Falsche gemacht. Ja, passiert. Ja. Schade. Pictures ist, ja, aber weiß ich nicht, das war so,
drei Runden gespielt und ja, muss ich nicht nochmal spielen, sorry. Es soll halt so ein Spiel, glaube ich, auch eher für die Allgemeinheit sein, sonst hätte es ja nicht den... Naja, es ist ein Spiel für die Allgemeinheit, aber es ist halt eben bei uns auf der Flopliste, so. Weil also ja, mir klar. es einfach keinen Spaß gemacht hat. Und auch wenn jemand sagen will, willst du eine Runde Pictures mitspielen? Ah, nee, komm, dann gibt's erstmal eine Nackenschelle. Hast du was von Pictures gesagt? Hol die Nackenschelle raus. Ich hätte eine Bootbox. Ja. Kann ich nicht. Wer hat eine Bootbox? Nackenschelle. Machst du auf? Nur ist Obst drin. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ja, dann haben wir ein Spiel, was ja irgendwie uns seit in Besitznahme aufregt immer wieder. Holy und es ist tatsächlich ist wieder von Sword Art Online die Rede, als große Anime-Manga-Fans. Oh. War das tatsächlich eine herbe Enttäuschung, auch was dieses Online-Geschäft da angeht. Ne? Das Ding kostet 20 Euro, die verkaufen es für 38. Das war so krass, ey. War schon eine Nummer für sich tatsächlich. Ja, Sword Art Online ist ein Würfelspiel, ist, du machst auch nachher mal das Gleiche. Es ist super, super schön und lieb, wenn du gestaltet, wenn du ein Fan bist. Also ich habe dazu... noch kein Video gemacht, aber kommt noch. Dann könnt ihr euch das reinziehen. Kommt auch noch demnächst und nicht irgendwann Ende des Jahres. Kommt demnächst. Aber ja, das auf jeden Fall. Es ist schön, weil es hat die Charaktere, die man kennt. Es hat Bilder, die man kennt. Das Artwork ist halt super vertraut. Es gibt Custom Dice. Das ist auch ganz niedlich so. Aber es ist halt wirklich viel zu wenig für so viel Geld. Und da machst du wirklich immer nur dasselbe. Und das ist ganz nett. Aber halt auch wirklich nur ganz nett. Und da gibt es auch viel mehr Spiele, die ich einfach ja lieber spielen würde. Und also ich würde es nicht nochmal spielen. Die Würfel tatsächlich, die Custom Dice, super cool, super fett gestaltet. Aber das Spiel ist auch zu repetitiv. Man macht die ganze Zeit dasselbe, man würfelt, man hat immer einen Sidekick, der dann mit einem würfelt, der dann das Spiel übernehmen kann, der sucht sich dann wieder einen Sidekick aus und dann geht das immer so rum. Und so kannst du halt auch das Monster eigentlich nicht zum Zuge kommen lassen, ne? Solange irgendwie die Attacke immer erfolgreich war. Genau. Und dann hast du noch so, das ist alles so klein gedruckt und ja, du... Ich würde das nur rausholen, wenn ich wüsste, also ich war mal ein ziemlich harter Otaku, wirklich doll. Und wenn irgendwie ich noch in dieser Zeit gewesen wäre und ich Freunde gehabt hätte, noch mehr als jetzt, weil das hat sich alles ein bisschen abgeschwächt, wie wenn alle erwachsen und Otaku so, tschüss, hallo Leben, richtiges. Ja, und wenn jetzt meine Otaku-Friends bei mir, würde ich es auch rausholen, weil ich sagen würde, hey, ich habe ein cooles Spiel von SAO. Aber ja, sonst würde ich es jetzt auch nicht mehr rausholen. Ja. Weiß ich nicht. Zum Zeigen, dass man es hat. Ja, guck mal hier. Noch eine Lizenzgurke. Herzlichen Glühstrumpf. So ist das mal, ne? Ja. Abgehakt, wäsch. Ja. Kannst du den... Trail by Trolley ist das nächste. Zack, abgewürgt. Den Trolley. Genau, das haben wir jetzt auch schon ein-, zweimal gespielt, glaube ich. Mhm. Und man hat das Gefühl, es will so ein bisschen in die Fußstapfen von Cards Against Humanity treten. Ja, ein bisschen schon. Aber Cards Against Humanity ist witzig dagegen. Das ist eher so... Alter. Das ist so heftig. Ja. Ganz kurz zu Cards Against Humanity. Das ist einfach so ein böses Spiel. Da steht auch drauf, irgendwie für böse Menschen oder so mit sehr bösem Humor. Es ist einfach unglaublich. Ja, und das ist halt, Trail by Trolley ist so die Kitty-Variante. Ne, ist nicht die Kitty-Variante. Also die versuchen ja tatsächlich auch so böse zu sein. Du kannst halt eine Schulklasse überfahren oder so fährst du die andere. Aber du hast halt eben die Wahl, was du überfährst. Und dann kannst du den anderen noch so eine Karte spielen. Dann um zu versuchen, dass der andere nicht deine Spur wird, sondern die andere Spur, dafür kriegst du Punkte. Also das ist einfach zu langwierig, glaube ich, diese Züge um das, was es eigentlich ist. Bei Cards Against Humanity, alle schmeißen da ihre zwei Karten in die Mitte, es wird alle vorgelesen. Fertig. Da, wo am meisten gelacht wird, der kriegt die Karten, fertig aus, Punkt gemacht. So, ne? Und da ist so, ja, lege ich das an, baue ich das jetzt so, oh, die haben jetzt das hingelegt, wie kann ich das dann wieder absprechen? Ich glaube, man fängt an, sehr taktisch zu denken, sehr, was kann ich mir erlauben, was kann ich mir nicht erlauben. Und das hast du bei Cards Against Humanity nicht. Da versuchst du einfach nur böse Arschloch, der härteste Motherfucker am Tisch zu sein, der
keine Grenzen kennt. Und da hat halt auch jeder, ist ja einfach so. Genau, und da hat halt auch jeder so zu tun, weil jeder hat seine Karten so irgendwie und du hast da relativ wenig Downtime. Bei Tray by Trolley, finde ich, hast du auch ein bisschen mehr Downtime. Und wenn du so ein, es soll ja ein Partyspiel sein. Und wenn ich mir so auf einer Party vorstelle, dass da alle noch rumsitzen, auf ihre Karten schauen, denke ich mir so, oh, nö, ey. Am Anfang einer Party vielleicht noch okay, wenn du auch halbwegs nüchtern bist, weil da kannst du jetzt noch alles gut durchlesen, ne? Bei Cards Against Humanity hast du manchmal nur so ein, zwei Wörter. Das liest du halt auch noch im betrunkenen Zustand vielleicht ganz gut. Und dann lachst du sowieso selber schon mal über die ganze Kombination und so, weil du die auch auf der Hand hast. Aber bei Tray by Trolley hast du immer nur so einzelne Karten und es ist so ein bisschen, ja, es wirkt ein bisschen zäh für ein Partyspiel. Ja. So, es ist ein netter Gedanke. Würde ich so unterschreiben. Ja. Genau. Deswegen ist es bei uns rausgefallen. Und da kommen wir auch zum nächsten Spiel, was aufgrund seiner Länge nicht so bei uns angekommen ist. Und das ist Monster Expedition von Alexander Pfister. Sind wir wieder raus. Also tatsächlich ist das, wenn ich entscheiden müsste, Heckmeck am Bratwurm-Eck oder Monster Expedition, würde ich immer Heckmeck am Bratwurm-Eck spielen, auch wenn Monster Expedition geiler aussieht. Jo. Da können wir nicht sagen, das Artwork ist fett. Besonders als Magic-Spieler ist es fett. Aber einfach, es ist zu langwierig für ein Würfelspiel, meiner Meinung nach. Also dieses, ich suche mir das Monster aus, versuche diese Zahlen zu würfeln, dann kriege ich das, dann lege ich Marker. Ey, Heckmeck, ich klaue dir die Scheiße, jetzt gib mir den, nee, ich will dir den nicht geben, ich hab's verkackt, obwohl ich, ne. Das geht hier immer ab, Leute, ey. Heckmeck, holy. Macht Spaß. Das Dings Monster Expedition möchte irgendwo in diese Kerbe, also es wird ja viel mit Heckmeck tatsächlich verglichen, auch als halt eben diese Mechanikwürfeln, Zahlen, auf eine bestimmte Level bekommen, dann das Monster zu picken. Aber es wird irgendwann, du sitzt da und denkst dir, was kann ich jetzt machen? Dann hast du mit diesem Monster, musst du irgendwie diese Kombination Punkte zu kriegen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das war. Es hat einfach zu lange gedauert für das, was es möchte. Und da ist ein Heckmeck, je nachdem, wie gut das Würfelglück ist, super schnell weggezockt. Du lässt da nicht so viel so drüber wie ich. Ja, das ist nicht Raphael. Mein Humor irgendwie. Weiß aber ich auch nicht. Monster Expedition macht da einfach, das macht dieses schöne Prinzip zu lang. Ich glaube, würde das Prinzip ein bisschen kürzer sein und du kriegst ja auch irgendwie Würfel dazu und hast ihn nicht gesehen. Ach, es ist irgendwie echt zu viel. Es ist zu viel. Aber entweder hätte er was reduzieren müssen oder er hätte ein bisschen was mehr raufbacken müssen und dann wäre es wieder ein großes Spiel geworden. Würde ich mir auch gut vorstellen. Als großes Spiel, so richtig cool. So mit Miniaturen. Ja, so ein bisschen noch die Welt entdecken, so Open-World-Feeling mit reinbringen, Monsterschnetzeln, los geht's. Hier ist deine Idee. Dankeschön. Wir machen Western Dragon Legends oder so. Western Monster Legends Open World, wo du dann mit dem Drachen von nebenan pokern kannst. Dice Expedition. Ja, auf alle Fälle ist das dadurch auch bei uns halt eben durchgefallen. Und dann kommen wir zu einem Spiel. Oh ja. Das ist Cosmic Encounter Duel. Es ist zu vorhersehbar in meinen Augen. Ja. Also die Sache ist, man hat ja auch diese Türmchen da. Ja, ich würde sagen Türmchen. Wie die heißen, wo du ja dann deine Sachen verstärken kannst. Sind das so Abstimmungstürmchen oder so? Ja, genau, du stimmst ja damit ab. Also du legst ja dann auf diesen Planeten, da ist ja irgendwas, und dann legst du da deine Schiffe drauf, die du drauflegen möchtest, dann drehst du das ja auf dieses Rad ein, auch dieses Rad ist irgendwie überflüssig, man kann auch einfach die Schiffe da drauf pfeffern, so nimmt die gleichzeitig in die Hand und dann schmeißt man die dahin. Zum Beispiel, also das Rad ist überflüssig. Diese Türmchen, da achtest du, was dein Gegner immer, wo er die hinstellt, dann weißt du auch, okay, er legt das oder das. Das ist halt eben, das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen ist es auch auf dem Auszugstapel wieder gelandet, weil ich habe es ein paar Mal gespielt und dachte, das macht mir einfach keinen Spaß. Ja, es ist blöd, wenn du dir einfach alles merken kannst irgendwie und dadurch dann weißt, was dein Gegner machen wird oder machen muss, weil er ja keine andere Wahl hat. Ja, besonders wenn du die Oberhand hast, kommt auch andere ganz schlecht wieder ran. Ja. Also es gibt halt auch keine Aufholmechanik. Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Du weißt eigentlich, der dritte Planet ist eingenommen, den anderen vertreibst du wieder von dem, zack, hast den vierten und fertig. Ja, Cosmic Encounter Duel. Das war unsere Flop-Liste für 2020. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ihr könnt ja sagen, was bei euch nicht ankam. Das würde mich interessieren. Vielleicht sind ja sogar Sachen drauf, die wir total gerne spielen, wo ihr sagt, wie könnt ihr das nur in eurem Regal stehen haben? Verbrennt es. Ja, das würde mich wirklich super interessieren. Ihr habt ja auch schon bei den anderen Videos voll gut mitgemacht und gesagt, ja, das war auch mein Highlight. Zum Beispiel hat
ich weiß nicht gerade den Namen, aber jemand hat kommentiert, oh ja, Paleo, es war voll cool, habe ich übelst gefeiert. Ja, das ist schön. Ich freue mich für dich. Ich hätte aber das auch gerne gefeiert. Unser war es nicht. Wir sehen uns dann, Jan, Flop 2021 wieder. Nee, das wäre jetzt auch 2020. Das wäre jetzt auch. Aber wir haben die ja gekürzt. Ja, wir haben die gekürzt. Nee, das ist Paleo, hat es gar nicht auf die Flopliste geschafft, weil Paleo kein schlechtes Spiel ist. Ja, stimmt, das war nicht schlecht. Das hat uns nur nicht gefallen. Das hat uns nur nicht gefallen. Aber es war ja so, dass wir gesagt haben, okay, das würden wir nochmal spielen. Ja, das stimmt. So, und das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht auf die Flopliste gehört. Aber grenzwertig, Leute, grenzwertig. Ja, grenzwertig. Grenzwertig. Definitiv. Na gut, also schreibt uns rein, was eure Flops waren. Das habt ihr bei den coolen Top-Videos schon gemacht. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Darüber würden wir uns total freuen. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, zum Beispiel wie das SAO-Video, was ich jetzt in Angriff nehmen werde demnächst, dann aktiviert die Glocke. Bimmelimmelim. Und ja, Dennis, it's your turn. Also ich wollte nochmal darauf hinweisen, es gibt auch einen Discord, wo man uns direkt schreiben kann. Also da gibt es auch einen Link unten, kommt auf unseren Discord, können wir quatschen, können wir schnacken. Ja. Sonst, ja, was gibt's noch? Wir haben jetzt mal eine Liste mit unserem Equipment angefertigt. Die kommt jetzt auch mal in Details, weil wir ab und zu mal die Frage kriegen, mit was nehmen wir denn hier eigentlich alles auf? Weil das ist so ein bisschen, wenn man die Instagram-Bilder gesehen hat, so ein bisschen hier, da ist ein Stativ, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, da steht ein Rechner, der das alles aufzeichnet, damit wir nicht schneiden, also damit wir das alles in einem Stück haben, keine 30-Minuten-Begrenzung etc. pp. Halt so. Ne? Also das könnt ihr dann auch unten finden. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr diese Fragen natürlich auch immer stellen. Und sonst, je nachdem, wann ihr dieses Video gesehen habt, wünsche ich euch einen guten Morgen, eine wunderschöne Nacht, einen entspannten Nachmittag und einen, nein, entspannten Mittag und einen kuchenreichen Nachmittag. Ja, vergiss die Kuchen nicht, Mann. Und da ich jetzt keine Maus mehr habe, kann ich nicht mehr dieses machen, aber ich habe jetzt hier mein Stream Deck, aber ich sage jetzt einfach mal bis denn. Ciao. Ciao.